Mehr als 50 Jahre ist es her, dass zwei Computer über eine Telefonleitung miteinander verbunden wurden und das Internet das Licht der Welt erblickte. Zur gleichen Zeit wurde übrigens die erste Methode zur Behandlung genetisch bedingter Krankheiten entwickelt. Seitdem hat sich einiges getan. Aber was genau ist Gentherapie eigentlich und wie funktioniert sie? Hey! Gentherapie ist eine medizinische Methode, um genetisch bedingte Krankheiten langfristig zu behandeln und im Idealfalle zu heilen. Bevor wir aber darüber sprechen, wie sie funktioniert, müssen wir klären, was eine derartige Krankheit ausmacht. Gene bilden die einzelnen Abschnitte unserer DNA, also quasi die Baupläne unseres Körpers. Sie enthalten alle notwendigen Informationen zu unserem Aussehen und vielen weiteren Eigenschaften unseres Körpers. Genetisch bedingte Krankheiten, wie zum Beispiel Hämophilie oder Sichelzellenanämie, sind Folge von Genmutationen, sprich ungewollten Veränderungen des Erbguts. Bei der genetisch bedingten Krankheit sind einzelne Gene defekt oder fehlen ganz. Durch eine Gentherapie möchte man diese Fehler beheben. Um dies zu erreichen, gibt es zwei Arten von Gentherapie, die sogenannte In-Vivo-Gentherapie und die Ex-Vivo-Gentherapie. Die In-Vivo-Gentherapie ist die meist verbreitete Form. Hier wird die Gentherapie direkt am Patienten angewendet. Dabei kommt meist ein sogenannter nicht integrierender Ansatz zum Einsatz. Ziel ist es, funktionierende Gene in die Zellen einzuschleusen, ohne sie dabei direkt in unser Erbgut einzubauen. Sie integrieren also nicht ins Erbgut. Das Gen wird sozusagen lediglich als Zusatz in die Zelle gesetzt. Diese Form der Gentherapie gilt damit nicht zuletzt als sehr sicher, weil das körpereigene Erbgut nicht verändert wird. Allerdings wird sie daher auch nicht an die Nachkommen weitergegeben. Aber wie bekommt man das Gen in die Zelle? Dazu werden zumeist Viren verwendet. Viren haben nämlich die Fähigkeit, ihr Erbgut in Zellen einzuschleusen und den mitgebrachten Bauplan von der Zelle ausführen zu lassen. Ein Umstand, der uns bei Krankheiten zum Verhängnis wird, kommt uns in der Gentherapie also zugute. Doch zunächst müssen die Viren unschädlich gemacht werden, um bei Eintritt in den Körper keine Infektionskrankheit mehr auszulösen. Ihr gefährliches Erbgut wird durch das für den oder die PatientInnen benötigte gute Erbgut, welches im Labor produziert wird, ausgetauscht. Nun sprechen wir nicht mehr von einem Virus, sondern von einem Vektor bzw. einer Genfähre. Diese Genfähre dient sozusagen als Transportmittel, um das Erbgut in den Körper zu bringen. Durch eine Infusion oder Injektion gelangen die Vektoren zu den Zellen und werden aufgenommen. Dort sorgt das eingeschleuste Gen nun dafür, dass die Zelle das bisher nicht funktionierende oder vorhandene Eiweiß selbst binden kann. Dadurch werden Symptome gelindert oder im Idealfalle ganz beseitigt. Die Patientinnen können wieder unbeschwerter leben. Die nicht integrierende In-Vivo-Gentherapie hat allerdings einen Nachteil. Teilen sich Zellen im Laufe der Zeit, damit der Körper wachsen oder Gewebe wie Haut regelmäßig erneuert werden kann, wird das zugefügte Gen nicht an alle Tochterzellen weitergegeben. Langfristig kann somit die Wirkung verloren gehen. Eine erneute Behandlung mit der gleichen Gentherapie ist jedoch derzeit nicht möglich, da sich unser Immunsystem an die Genfähre erinnern und diese bekämpfen würde. Dieses Problem hat die integrierende Gentherapie, die zumeist ex vivo durchgeführt wird, nicht. Bei dieser Form der Gentherapie erfolgt die Behandlung der Zellen außerhalb des Körpers. Dafür werden der Patientin oder dem Patienten gezielt Stammzellen entnommen. Auch hier wird das benötigte Gen mit Hilfe eines Vektors in Zellen transportiert. Allerdings wird hier das neue Gen in das Erbgut der entnommenen Stammzellen fest eingebaut, also integriert. Die so im Labor behandelten Stammzellen werden dann durch eine Infusion in den Körper zurückgegeben. Kommt es nun zu einer Zellteilung, dann wird das integrierte Gen an alle Tochterzellen weitergegeben, da es nun buchstäblich in der DNA verankert ist. Die Wirkung ist damit nicht mehr zeitlich begrenzt. Deshalb kommt diese Form der Therapie meist dann zum Einsatz, wenn ein Gen in sich oft teilenden Zellen therapiert werden muss. Also zum Beispiel bei der Sichelzellenanämie, einer erblichen Erkrankung in den roten Blutkörperchen. Von denen produziert unser Körper 3 Millionen Erythrozyten pro Sekunde. Beide Verfahren haben also ihre Vorzüge und werden bereits sehr erfolgreich angewendet. Und was in den nächsten 50 Jahren noch so alles möglich sein wird, das bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.